Und wir begrüßen einen, der sich mit Kaiserslautern und Hannover bestens auskennt. Mo Etrissou ist unten am Spielfeldrand. Mo, Grüße. Wir haben noch ein paar Bilder mitgebracht. Im Trikot von Hannover 96 erfolgreich gewesen. Was für ein Hammer. Und immer gut gefeiert. Der Jubel konnte sich auch sehen lassen. Hier im Lauterer Trikot. Ganz souverän. Und der Mann, der sieht eigentlich immer noch so aus wie damals. Ja, ja? Also, schönen guten Abend, Gerd den Schlang. Hallo, guten Abend. Wie geht's Ihnen? Was machen Sie? Ja, danke. Ich bin auch im Stadion hier. Wie nach 23 Jahren im Stadion hier wieder. Erste Mal wieder nach 23 Jahren. Ich glaube, ich kriege ganze Haut hier, weil habe ich 6 Jahre in diesem Stadion sehr viele Erfolge gehabt mit der Mannschaft, mit dem ganzen Verein hier. Und jetzt, ja, wie ich heute meiner Freundin gesagt habe, die Sky macht alles möglich. Ich habe nie gedacht, dass ich wieder hier im Stadion in Hannover hier dabei zu sein. Aber ich freue mich sehr zu sehen, meine beide Mannschaft hier. Einfach, ja, ich habe meinen Freunden gesagt hier, ich will keiner gewinnen, ich will einen Unentschieden, weil die beide Mannschaft steht mir im Herz. Und Hannover habe ich meine fast Hälfte Zeit hier in Deutschland gebracht. Und so zu sehen, im Stadion live dabei zu sehen, solche Mannschaft, so zwei tolle Mannschaften zu spielen, das ist etwas, ja, ist schon einfach. Also Sie wünschen sich auf jeden Fall ein Unentschieden, Mo. Das sieht im Moment nicht danach aus. Wir gucken mal ein bisschen auf die Szenen, vor allem natürlich auf das Tor durch Derek Köhn, der Mann mit dem linken Hammer. Das Ganze in einer Situation, wo man sagen muss, eigentlich spitze Winkeltusche, 17. Minute. Und dann also, Fehlerkette Kaiserslautern. Ja, Kevin Kraus muss anders klären. Zimmer darf Töhn nie nach innen lassen. Und dann zu guter Letzt natürlich noch Lute, der den Ball sicherlich auch halten kann. Mo, super Neuzugang dieser Derek Köhn. Was sagen Sie zu ihm? Ja, er hat Ball im Fuß, Selbstvertrauen, einfach rein im 16er. Und durch diese Fehler kann man das anders klären. Aber ja. Und Tor aus unglücklich, Ball da reinzukommen. Ja, 1-0. Ich hoffe, dass es zweite Halbzeit, dass es bei beiden Mannschaften so bleibt, ob das 1-0. Aber ich bin in Hannover, weil erste Mal nach 23 Jahren kann ich mir erste Mal im Stadion in Hannover hier, aber in Hannover auch gewinnen. Das mag nicht jeder, der zu Hause stark gewinnt. Beide Mannschaften will aussteigen. Und ja, Hannover spielt zu Hause, gibt keine Ausrede. Dieses Spiel muss nach Heim bringen, dass es so sein muss, wenn eine Mannschaft aussteigen will. Weil ich habe vorher die Zuschauer hier was noch gesagt, nach den 20 Jahren, dass es immer die Leute will sehen, eine Mannschaft, tolle Mannschaft wie Hannover hier ist. Wenn mit diesem Spiel heute zu gewinnen, ich glaube, das wäre Zuschauer gut tun, Verein gut tun. Und das wieder einfach nur nach oben zu kommen. Tolle Kulisse auf jeden Fall. Sind ja auch 10.000 Lauterer mit dabei. Und die haben ein bisschen Probleme, in die Partie reinzufinden. Tusche, Zug vielleicht mit dem Schuss. Das war die beste Gelegenheit. Ja, schon. Ohne dass es ja was Zwingendes war. Ja. Also vom Zimmer noch ganz gut geklärt im Zentrum. Erster Kontakt nicht, vielleicht nicht optimal, aber nächstes Mal ein Abschluss. Das ist wichtig. Ja, und wenn er ein bisschen weiter hinter ist, wahrscheinlich, dann fällt er noch ein bisschen mehr. Dann wird es vielleicht für Zieler gefährlich, aber so ja, hat er relativ schnell gesehen, dass der Ball am Tor vorbeigeht. Kaiserslautern hat auch personelle Sorgen. Einige Spieler sind kurzfristig noch ausgefallen. Trotzdem sind sie ein bisschen reingewachsen in diesen Samstagabend, hatten dann noch eine Möglichkeit. Aber der abgefälschte Ball von Opoku, den sparen wir uns jetzt an dieser Stelle. Teuchert hatte noch eine Gelegenheit, Tusche. Ja, der ist natürlich sehr, sehr knapp. Ich habe erst gedacht, vielleicht Moroja mitnehmen, aber Redondo hat gut nach hinten gearbeitet und da fehlt nicht so viel. Ja, also der hatte viel Speed, gut freigespielt, erster Kontakt, ist okay, nochmal vorgelegt. Ja, und dann ein bisschen mit einem Außenriss erwischt, dadurch dreht er sich vom Tor weg. Ich glaube, dass Lute dran gewesen wäre, wenn er aufs Tor geht.
aber alles noch drin, alles noch spannend in dieser Partie. Und ich habe ja gedacht, dass Tusche eigentlich der Modepapst ist, aber heute, da stechen sie ihn klar aus, ganz in Gelb, ja, mit einer tollen Fliege. Mode ist ihr großes Thema. Erzählen Sie uns mal, was haben Sie mit dieser Branche zu tun? Ja, danke. Nach meiner Karriere habe ich mir vorgestellt, erstmal vor Fußball verschwinden, erstmal alles bearbeiten. Und man hat viele tolle Zeit und viele negativ und positiv. Man nimmt das, wie das ist. Und dann habe ich gesagt, wenn ich zurückkomme, ich muss erstmal vor Fußball ein bisschen so Seite und meine eigene Mode machen. Das seit einem Jahr habe ich meine eigene Unternehmer und Mode Lion. Und das ist meine eigene Anzüge, meine eigene Klamotten selbst, darauf zu kümmern und dann um Fußball auch dabei zu sein. Und das ist das, was man wünscht. Man hat so viele, Trainer, komm. Man hat viele so Zeit hier gehabt und wenn ich da immer alle Gesichter, die damals noch hier kennt, und so einfach zu präsentieren und sagen, nach Karriere hier was zu machen. Und das ist für mich schon, fällt mir die Worte, wie gesagt. Ich freue mich einfach und ich bin auch immer in Fußballrichtung und ich freue mich, dass Sie hier dabei sein dürfen und ja. Mo, steht Ihnen auf jeden Fall ausgezeichnet. Wir sehen uns nach der Partie nochmal. Also da sprechen wir noch intensiver über Ihr Modelabel und danken für den Moment. Haben aber exklusiv jetzt die Möglichkeit, Stefan Leitl mal zu hören. Denn während der Partie war mein Partner oben bei Stefan Leitl und hat sich kurz mal mit ihm unterhalten.